Schön, dich zu sehen. Lust auf Ratatouille? Ich bin das Rattenmädchen. Je m'appelle Sally. Und mal sehen. Der gemeine Kochskinner hat den Gesundheitsinspektor gerufen. Damit er die Ratten im Gusto sieht und es schließt. Skinner fängt unseren Rattenfreund Twitchy. Und er zeigt ihn dem Inspektor als Beweis. Der Inspektor hat Twitchy in ein Glas gesperrt. Wir müssen das Glas zu Linguini bringen, damit er Twitchy befreit. So kann er Skinner und den Gesundheitsinspektor aufhalten und wir holen die Ratten aus dem Gustos raus. Es muss schnell gehen. Zuerst müssen wir diese Tauben loswerden. Ich wette, mit Wasser können wir sie verscheuchen. Das ist narrensicher. Komm! Menschenhände können das Glas öffnen. Also brauchen wir Linguini. Los! Wir müssen diese Rattenfallen lahmlegen. Vergiss nicht, die Katzen loszuwerden. Sieh mal einer an. Ich bin keine Expertin, aber gut geht's Twitchy in dem Glas sicher nicht. Was du da gemacht hast, war mir fehlen einfach die Worte. Ruf den Kommerjäger! Ganz fantastisch! Perfekt! Jetzt bleib so! Nicht bewegen! Jetzt wird's ein bisschen rutschig! Nimm das Seil und rutsch runter! Hast du bei Balancin gelernt? Spring weiter! Eine Ratte stets zu Diensten! Spring zum Seil! Stell dir vor, an seinem Ende ist was zu essen, wenn dir das hilft! Ich möchte nicht aufdringlich sein, aber ich kann hier drin kaum atmen! Sind wir schon bei Linguini? Du brauchst einen Profi und hier bin ich. Ja, rutsch durch die Kurve. Twitchy sieht ziemlich blass um Nase und Ohren aus. Wir müssen ihn da rausholen. Sieh dich um. Vielleicht siehst du etwas, worauf du das werfen kannst. Wir müssen diese Katzen vertreiben. Gut gemacht. Wir müssen Twitchy zu Linguini bringen. Er sieht nicht gut aus. Diese Rattenfallen müssen kaputt gemacht werden. Oh, ich hasse sie. Das wird jetzt langsam knapp, wenn du verstehst, was ich meine. Finde Linguini, bitte, bitte schnell. Das musst du probieren. Los, spring auf den Ball. Gar nicht schlecht.
Wie lange kann eine im Glas gefangene Ratte wohl überleben? Ich meine ja nur, ach, vergiss es. Aufgeben, Twitchy! Wir befreien dich, versprochen! Leute, wir haben hier ein kleines Katzenproblem. Wir müssen diese Ratten lahmlegen! Wir können es noch schaffen, Linguini das Glas zu bringen und Twitchy zu retten. Ich kann sehr gut balancieren. Sieh mal! Wir müssen Twitchy zu Linguini bringen. Er sieht nicht gut aus. Weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Wenn du nur etwas zum Werfen hättest. Gut gemacht. Ich könnte wirklich etwas Luft gebrauchen. Nein, ernsthaft. Weil ich möchte zu Linguini. Twitchy sieht ziemlich blass um Nase und Ohren aus. Wir müssen ihn da rausholen. Twitchy kann den Atem lange anhalten. Aber ehrlich gesagt, er hält ihn schon lange an. Wir sind ein tolles Team. Fast am Ende. Gehen wir die Sache an. Nimm das Seil und rutsch runter. Viecher. Ihr seid eine Stopplage. Weg mit euch. Verflixt. Oh Gott. Was hast du denn, Kleiner? Brauchst du Hilfe? Gesundheitsinspektor? Oh, zum Glück. Twitchy ist befreit. Und wir können die anderen noch warnen. Sehr aufregend. Außer dem Teil, wo uns Twitchy fast hops gegangen wäre, natürlich. Du warst fantastisch. Das war ein Spaß. Wenn du wieder auf den Dächern von Paris spielen möchtest, komm zu mir. Willst du Ratatouille nochmal spielen? Ich auch! Okay, ich werde Emil sein. Das ist Remis Bruder. Du kannst deine eigene Ratte sein. Und was, wenn da dieser heftige Regen fällt? Der Himmel über Paris öffnet sich. Mann, es schüttet wie aus Eimern. Regen fließt durch die Straßen und dann in die Kanäle. Die Abflussrohre füllen sich schnell.
Und bald ist die ganze Kanalisation überflutet. Und Django, unser Dad, hatte ein ganzes Boot mit vielen Vorräten für die Gruppe beladen. Für einen Notfall wie diesen. Wir müssen hier raus. Hier wird gleich alles unter Wasser, stehen. Durchhalten! Zuerst müssen wir das Boot sicher zur Kolonie bringen. Ihr müsst an den Griffen ziehen, um die Schleusen unterwegs zu öffnen. Sonst sitzen wir in der Falle. Das ist ein Boot, kein U-Boot. Und los! Wir sollten wohl zum Boot zurückkehren. Sieh dich mal um. Vielleicht gibt's ja was, was du da drauf werfen kannst. Ich bin froh, dass du hier bist. Wir haben keine Zeit mehr. Niemand schlägt mich, wenn es ums Essen geht. Ich will ja nicht drängeln, aber... Rettet die Babys! Vergiss nicht, den Käse ins Boot zu werfen. Bring mir das zu Ende und dann zurück zum Boot. Sieh sie dir an. Ach, als Remy noch so klein war. Wir sollten wohl zum Boot zurückkehren. Gut so, du hast es geschafft! Wir sind Helden! Unglaublich! Ich kann ausgezeichnet schwimmen und mich treiben lassen. Vertrau mir, du willst hier landen. Du machst das toll! Los, die Zeit wird knapp. Ja, anscheinend müssen wir eine Runde schwimmen. Anscheinend sitzen wir fest. Es sei denn, die ist noch klettern. Wenn nur der Beste gut genug ist. Gehen wir die Sache an? Anscheinend sitzen wir fest. Es sei denn, die ist noch klettern. Fürs Klettern hatte ich mich nicht angemeldet. Rutschen wir jetzt? Okay, warum nicht? Das könnten wir wirklich schaffen. Der Regen hört nicht auf. Wir sollten uns besser beeilen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Es strömt immer noch Wasser hinein. Na komm, lass uns die Kleinen aufsammeln. Wie kann ich dir helfen? Ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich sehe ein Ventil und ich möchte zu gern daran drehen. Hilf mir, die Vorräte zur Kolonie zu bringen, dann geht das Essen auf mich. Hübsch und klug. Ein echter Glückstreffer. Das Ventil dreht sich nicht von selbst. Schnell, die Kolonie zählt auf uns. Ich ziehe meinen Hut vor dir.
Schau doch mal, ob du etwas zum Werfen findest. Brauchst du Hilfe bei dieser Klappe? Das ist ein Naturgesetz. Katzenklappen öffnet man immer zu zweit. Brauchst du Hilfe bei dieser Klappe? Denk dran, den Käse aufzusammeln und ins Boot zu werfen. Ich will ja nicht drängeln, aber wir müssten mal los. Ich bin platt. Jeder schnappt sich ein Baby. Sieht eindeutig bedeutsam aus. Immer das Ziel im Auge behalten. Die Zeit wird knapp. Du gibst also einfach auf? Balance ist alles. Wenn du soweit bist, rauf auf den Ball. Deine Gedanken sind woanders, was? Kein Problem, ich mach das. Vergiss nicht, den Käse ins Boot zu werfen. Wir brauchen etwas, das man gut werfen kann. Schön gemacht. Na prima, wir gehen offenbar schwimmen. Oh nein, die Babys. Wir müssen ihnen helfen. Remy ist der beste Pfadfinder. Du brauchst einen Profi und hier bin ich. Das Wasser steigt immer noch. Schnell, schnell, schnell! Ich hasse es, wenn meine Pfoten schmutzig werden. Los, schnell! Wir müssen der Kolonie helfen! Ich sagte ja, diese Nase irrt sich nie. Ich kann dich ja noch mal fragen, wenn wir völlig unter Wasser sind. Wirf das Ding da drüben. Was kann denn schon passieren? Ich kann sehr gut balancieren. Sieh mal. Beeilung! Auf geht's! Nimm dir Zeit, alle Zeit der Welt, keine Eile! Und das meine ich auch gar nicht ernst! Oh ja! Ich mache das, du musst dich um andere Sachen kümmern. Bis später dann! Gehen wir die Sache an! Sieh mal einer an! Na los, drück auf den Knopf! Unglaublich, wie heldenhaft du bist! Die Zeit drängt! Das Wasser steigt schnell! So wird das gemacht!
gemacht. Jetzt wäre der Moment zum Springen. Hätte ich das nicht geschafft. Gute Arbeit. Dad hat wirklich gute Arbeit gesagt. Das könnte der beste Tag meines Lebens sein. Uns essen. Wir waren gut. Was? Hör zu, wenn du mal wieder Lust hast, in den Kanälen zu spielen, komm zu mir. Bis später. Hallo, na, wen haben wir denn hier? Du bist zurück? Ich wollte gerade Ratatouille weiterspielen. Und wenn wir in der Küche vom Gustos sind? Linguini hat die Ratten rausgelassen, bevor der Inspektor kam. Aber jetzt ist Skinner wütend wie noch nie. Er weiß, dass der Restaurantkritiker Anton Ego heute das Gustos besucht, weil er Remis Ratatouille liebt. Und Skinner will die Ratatouille ruinieren. Und dann ändert Ego seine Meinung und gibt dem Gustos eine schlechte Kritik und das Restaurant muss schließen. Da ist Skinner. Er kommt in die Küche. Er wird Remis Gericht ruinieren. Wir müssen ihn aufhalten. Auf in die Küche. Wir halten Skinner besser auf. Oder es bleibt nicht viel Küche übrig, in der Remis kochen kann. Wir kommen gut voran. Sieht gut aus, Mon Ami. Rutschen ist viel einfacher als laufen. Sag an, was gibt's? Was haben wir denn hier? Ja, rutsch durch die Kurve. Wie gut du das machst! Ihr ekelhafte Nager! Das duftet herrlich! Wir müssen darüber schwimmen! Raus aus meinem Restaurant! Ich könnte auch eine Fernsehkochshow machen, oder? Ihr setzt nicht eine dreckige kleine Klaue in mein Küchen! Skinner ist außer Kontrolle! Wir müssen ihn stoppen!
Wirf das Ding da drüben. Was kann denn schon passieren? Es ist ein Restaurant, keine Tierhandlung. Wenn du nur etwas zum Werfen hättest. Ratte in der Küche! Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Das ist ein Restaurant, keine Tierhandlung. Sieh dich um. Vielleicht siehst du etwas, worauf du das werfen kannst. Ratten in der Küche. Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Dem Ungeziefer. Skinner, nein. Okay, jetzt reicht's. Wir müssen diesen Wahnsinn beenden. Schon, wo ihr ihn gehört. Wenn du nur etwas zum Werfen... Ich brauche eine Suppe für Monsieur Ego. Du kannst jederzeit mein Sous-Chef sein. Ratten in der Küche! Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Das ist ein Restaurant! Dies könnte unsere Sternstunde sein! Ratten in der Küche! Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Das ist ein Restaurant! Keine Tierhandlung! Richtig! Rutsch noch etwas mehr! Ja, rutsch durch die Kurve! Raus aus meinem Restaurant, ist das klar? Das ist ein Skandal, verstanden? Ein Skandal! Gut! Nimm das Seil und rutsch runter! Wir müssen in diese Richtung. Gehen wir schwimmen. Das kannst du mit geschlossenen Augen. Oh, was? Ratten in der Küche! Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Zurück in die Kanalisation, wo ihr hingehört! Ratten in der Küche! Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Zurück in die Kanalisation, wo ihr hingehört! Ratten in der Küche! Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Zurück in die Kanalisation, wo ihr hingehört! Paris, Stadt der Lichter und der reichen Menschen, die so viele Dinge für mich haben. Das ist ein Restaurant. Sie müssen sich stoppen. Jetzt! Zurück in die Kanalisation, wo ihr hingehört. Wahnsinn, echt. Das war unglaublich. Das ist ein Restaurant, keine Tierhandlung. Tod dem Ungeziefer. Skinner wird hier alles zunichte machen, wenn wir nichts tun. Ratten in der Küche! Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Monsieur Ego will das Ratatouille. Ich bin ehrlich beeindruckt. Die das Uhr tickt. Packen wir es an. Ratten in der Küche! Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Zurück in die Kanalisation, wo ihr hingehört. Ratten in der Küche! Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Das ist Danke, wird dir sicher persönlich danken wollen. Zurück in die Kanalisation, wo ihr hingehört. Monsieur Ego wird ungeduldig. Wenn Monsieur Ego sein Essen nicht bekommt. Du kannst das. Einfach rutschen. Und was kann ich für dich tun? Ich
Ich liebe meine Nase und sie liebt mich. Das ist ein Restaurant, keine Tierhandlung. Zurück in die Kanalisation, wo ihr hingehört. Ratten in der Küche, ist denn die ganze Zeit? Ich hasse es, wenn meine Pfoten schmutzig werden. Bon Appetit. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, um Skinner zu stoppen. Ihre Handlung. Nein, hast tust du. Sieh dich um, wenn du. Vielleicht siehst du etwas, worauf du das werfen kannst. Bereite ich schon mal die Guillotine zurück vor. Zurück in die Kanalisation, wo ihr hingehört. Tod dem Ungeziefer. Rühren Sie das nicht an, Monsieur Ego. Wenn du nur etwas zum. Genau. Das ist schon eher nach meinem Geschmack. Team 1, fesselt den Koch und legt ihn auf Eis. Team 2, räumt dieses Durcheinander auf. Wenn's hart auf hart geht, bist du wirklich eiskalt. Guinea ist geschlagen. Du bist in meiner Küche. Jederzeit willkommen. Mein Sportlehrer hat gesagt, jeder kann an einem Seil hochklettern. Ich habe geantwortet, nur weil es jeder kann, muss es nicht jeder tun. Das hat mir 20 Liegestütze eingebracht. Mann, ich bin stolz auf dich. Du bist jetzt ein Ratatouille-Profi. Hey, und was ist mit den anderen Bereichen? Da kann man auch viel Spaß haben.